Und damit ein herzliches Willkommen aus Eilenburg. Wir melden uns vom 15. Eilenburger Rosenmontagsumzug. Hier versammelt sich alles, was rund um Leipzig das närrische Treiben für sich entdeckt hat. Und an meiner Seite ist der Mann, der hier in Eilenburg allerbestens Bescheid weiß, der Präsident des ECC, Hans-Joachim Kohl. In der 14. Saison mittlerweile, wir haben den 15. Umzug. Dir ein herzliches Willkommen. Dankeschön, auch dir ein herzliches Willkommen und vor allen Dingen ein kräftiges Kühlschau, liebe Fans und Zuschauer. Und für die nächsten anderthalb Stunden recht gute Unterhaltung. Na, also verständlich. Das Motto in diesem Jahr heißt Du und dein Garten. Jetzt werden viele sagen, klar, da gab es doch mal die Sendung. Richtig. Wir haben aber nicht Erika Krause da, sondern wir haben die junge, die schöne Ausgabe von ihr. Anja Köbel ist im Festumzug und hat sich auch noch entsprechend verkleidet. Unsere Karotte im Umzug. Auch dir ein Kühlschau-Helau. Ja, Kühlschau-Helau, lieber René. Fernsehen ist ja eigentlich nicht so sehr gesund für die Augen und deswegen dachte ich mir, unseren Zuschauern heute eine extra Portion Vitamin A zu verpassen, denn Möhren haben ja bekanntlich ganz viel Vitamin A. Aha. Ich werde mich entsprechend im Umzug umschauen, mal sehen, ob ich einen fleißigen Gärtner finde. Ich hoffe allerdings, dass ich nicht geraspelt werde. Ich halte euch in jedem Fall auf dem Laufenden. Ich würde das gerne noch mal, dreh dich mal bitte einmal. Ja, ich würde das gerne mal einmal drehen, bitte. Einmal einfach drehen. Nur, so. Oh, herrlich. Sehr schön. Sieht sie nicht zum Anbeißen aus? Ja. Herrlich, ja. Ich denke, da findet sich auf jeden Fall ein Gärtner heute. Zum Knuspern, ja. Genau. Viel Vitamin A, was in der Frau alles steckt, man hätte es nicht für möglich gehalten. Es ist mittlerweile der 15. Rosenmontagsumzug. Es hat mittlerweile Ausmaße angenommen, lieber Herr Präsident. Davon hätten Sie, glaube ich, nie träumen lassen, als Sie angefangen haben, oder? Nein, wir wollten es eigentlich auch gar nicht. Wir wollten eigentlich einen ganz, ganz kleinen Umzug machen durch Eilenburgs Straßen, eigentlich mehr auf den Bürgersteigen mit kleinen, geschmückten Handwagen. Aber Jahr für Jahr kam dann immer wieder ein Fahrzeug dazu und dann konnten wir uns der Sache nicht mehr erwehren. Also klein geschmückte Handwagen sind nicht mehr. Da sehen wir was ganz Besonderes hier in Eilenburg. Und zwar euer Elferrad. Ja. Ja, also Rad mit D hinten. Was hat es denn damit aus? Da sitzen all deine Vorstandskollegen mit, die sozusagen für diesen ganzen Unsinn hier verantwortlich sind. Wo kommt denn das Fahrrad her? Das Fahrrad kommt eigentlich ursprünglich aus Putzbach von einem Partnerverein von uns. Und wir haben das jetzt vor ein paar Jahren käuflich erworben. Das ist jetzt unser Wahrzeichen, weil wir haben keinen kleinen Ölverrad, darum haben wir ein Ölverrad. So muss man es erklären. Ist es eigentlich schwer, mit dem Ding zu fahren oder ist das eher ziemlich einfach? Es ist sehr schwer, weil es von der Bauart her schon sehr schwer ist. Und es lässt sich auch von der Übersetzung her natürlich schwer treten, sage ich. Also zwei, drei Mann bekommen das Fahrrad nicht weg. Also da braucht man schon die Kraft von 11 stramme Männer Waden, um das Fahrrad nach vorne zu strampeln. Die Stimmung ist entsprechend. Gab es schon mal einen Unfall mit dem Ding oder ist eigentlich alles gut gelaufen? Es gab schon mal einen Unfall. Nein. Nach Dreharbeiten. Und zwar waren das die Dreharbeiten von MDR. Ja. Dort sind wir zurückgefahren, weil wir schnell wieder auf den Marktplatz zurück mussten. Dann sind dann ein Stückchen die Böschung runtergefahren. Nein. Doch. Ach, um Gottes Willen. Aber alle heile geblieben? Nur leichte Stoffschäden, sage ich jetzt mal. Ansonsten. Uniformen. Ja, ist alles heile geblieben. Also, wir sind gespannt. Ich hoffe mal, es gibt ja hier in der Eilenburger Innenstadt zum Glück keine Böschung. Deswegen dürfte das mit dem Fahrrad heute halbwegs in Ordnung gehen. Dürfte gut gehen, ja. Ich denke auch. Also eine der großen Attraktionen hier natürlich dieses Elferrad vom Elferrad, nicht so heiß. Ja. Genau. Die alten Weiber haben sich schön gemacht. Ja, das sind dieses Jahr Sonnenblumen. Ah, wunderbar. Ich meine, ohne die geht es ja auch schwierig. Ohne, also deshalb, alte Weiber klingt so ein bisschen abwertend, aber eigentlich sind sie ja die guten Seelen. Das sind die guten Seelen vom Verein. Also die tragen alles im Hintergrund zusammen, sind verantwortlich für den Kinderkarneval, für die Weiberfastnacht. Alles, was gestalterisch abläuft, machen die alten Weiber. Und das hat nicht mit dem Alter zu tun, das sind einfach die Ehefrauen von unseren Karnevalisten. Ja. Und es hat mal jemand den Spruch geprägt und sind es die alten Weiber geblieben, aus auf keinen Fall böse gemeint. Genau. Sie ist gar kein altes Weib. Sie ist das Jüngste und Schönste, was wir zu bieten haben, MDR Fernsehen. Anja Köbel, wo bist du? Ja, ich habe eine Gänsehirtin gefunden, die allerdings aussieht wie Rotkäppchen, aber in Eilenburg zur Fasching ist alles möglich. Aber guck mal, sie hat ihre Gänse sozusagen zum Austrieb geschafft. Eigentlich dürfen wir das doch gar nicht. Doch, wir haben eine Sondergenehmigung von Herrn Seehofer. Und ich sag mal, also die Stadt ist damit einverstanden, ne? Das ist klar. Ehrlich, und ihre Gänse sind wirklich vogelgrippenfrei? Vogelgrippenfrei, alles klar hier, nein. Na, hoffentlich bleiben sie es auch für die nächste Weihnachtsgans. Okay, also das war der erste Eindruck aus dem Umzug. Anja Köbel ist für uns unterwegs als Karotte heute und sucht einen Gärtner. Wir sind gespannt. Momentan hat sie nur eine Gänsehirtin gefunden. Wir sind bei Umzugswagen Nummer 8 angekommen. Und zwar ist das euer Festwagen. Dazu kannst du mir natürlich eine Menge erzählen. Der ist immer gestaltet nach dem Motto des jeweiligen Jahres. Was stellt er dieses Jahr dar? Da stellt er eigentlich eine Gartenparzelle dar. Ist also eine Laube draufgebaut, einen kleinen Vorgarten. Man kann sich ja jetzt von einem Bild davon überzeugen. Ja.
ist natürlich auch von unserer Arbeitsgruppe, wir nennen es nun mal so, es ist immer noch ein Rikt aus der DDR, ja, wir nennen es nur Arbeitsgruppe. Wir stehen doch dazu, es ist eine Arbeitsgruppe. Unsere Wagenbauer sind da also im Hintergrund sehr fleißig, wir erfahren das einen Tag zuvor, was es ist. Also ehrlich? Einen Tag zuvor. Selbst du als Präsident kriegst das einen Tag vorher gesagt? Einen Tag vorher. Bis dahin ein großes Geheimnis. Geheimnis, soll auch so bleiben, finde ich gut so. Und wart ihr zufrieden mit den Wagenbauern dieses Jahr oder müssen die was besser machen? Nein, sind wir zufrieden, immer zufrieden. Ah, wunderbar. Also, die Gartenlaube. Und da fliegt auch ordentlich Kamelle runter und Konfetti haben wir auch eine Menge mit dabei. Also die Gartenlaube ist der Festwagen des ECC hier in Eilenburg. Sie sehen es, die Sonne lacht über Eilenburg. Das hat sich die Stadt auch wahrlich verdient bei diesen vielen Vorbereitungen, die hier vonstatten gegangen sind. Dass hier heute gutes, königliches Kaiserwetter, kann man fast schon sagen, zur Karnevalszeit ist. Blauer Himmel. Bisschen Sonne, auch wenn es unseren Regisseur ein bisschen ärgert, weil die Sonne von hinten auf die Wagen scheint. Wir hätten natürlich gern von vorn, aber selbst das schafft hier in Eilenburg noch nicht, die Sonne umzudrehen. Aber wir gucken mal, was er nächstes Jahr vorhabt. Ja. Auf jeden Fall sind das hier wunderschöne Bilder bei herrlichen, naja, so 0 bis plus 1 Grad aus Eilenburg. Sie haben eingeschaltet, liebe Fernsehzuschauer, den 15. Rosenmontagsumzug aus Eilenburg. Wir befinden uns 20 Kilometer nordöstlich von Leipzig entfernt und sehen hier im Bild den Umzugswagen, den Festwagen des ECC. Und dem folgt, also den alten Herren sage ich jetzt mal, folgt natürlich der Nachwuchs, nämlich die Minigarde kommt gleich hinten dran. Da sehen wir sie. Das sind eigentlich mehrere Minigarden, muss man sagen. Ja, wir haben eigentlich die Minigarde von den sogenannten ECC-Lern. Das ist die Minigarde, die Rot-Weißen, die jetzt im Bild waren, ja. Und dann haben wir noch die Minigarde von der Tanzgruppe. Ja, die Tanzgruppe ist ein eigenständiger Verein bei uns. Ja, das ist ja auch eine Seltenheit, dass die Tanzgruppe nicht zum Karneval gehört. Die hat natürlich auch noch eine Minigarde, die sehen wir aber auch bald. Aber das sind schon süße Knirpse und Knirpselinchen sozusagen, die auch richtig Spaß haben. Nachwuchssorgen in Eilenburg, ein Fremdwort für euch? Nachwuchssorgen, was den tänzerischen Bereich anbelangt, haben wir auf keinen Fall. Ansonsten hätten wir schon ein paar Nachwuchssorgen. Wir würden uns freuen, wenn da noch mal ein paar, sagen wir, zwischen 20 und 30 Jahre dazustehen. Ja. Der Karneval altert langsam dahin. Aha, alles klar. Also ihr braucht ein bisschen Frischfleisch. Frischfleisch, das ist das gute Wort. Die alten Weiber sind im Prinzip auch nur alte Weiber. Also wenn sich so ein paar 20- bis 30-Jährige finden würden, die mitmachen würden, dann wäre das nicht schlecht. Sie ist ja gerade mal Mitte 20. Die Frau, zu der wir jetzt schalten, Anja Köbel, unsere Karotte. Ich wollte gerade sagen, unsere Marotte. Karotte im Umzug. So frisch wie eine Anfang 20-jährige Karotte. Natürlich. Bin ich. Genau. Guck mal, ich habe ja schon ein bisschen was von einem Gärtner gefunden. Du bist ein lustiger Gärtner. Ja, was hältst du von Karotten? Karotten? Am liebsten würde ich sie vernaschen. Ach, naja, aber lach nicht gleich zu Beginn des Umzugs. Okay, aber. Wir haben ja nachher noch ein bisschen Zeit. Wir haben vielleicht nachher noch ein bisschen Zeit dafür. Ja, aber da musst du den scharfen Rettich nicht mitnehmen. Nee. Den behalten wir für unsere scharfen Karnevalfreunde übrig. Ja. Alles klar, dann viel Spaß erstmal noch. Danke, ebenfalls. Anja Köbel, nach 6 Minuten schon die erste Aufforderung zum gemeinsamen Knabbern von Möhren. Es ist unglaublich. Jetzt haben wir hier, da kommen schon die nächsten Tänzer bei uns ins Bild. Und da haben wir das Tanzpaar ganz weit davor, ist sozusagen Sophie und Benjamin. Was hast du mit den beiden auf sich? Die haben auch mal ganz klein angefangen, im Alter von 4 bis 5 Jahren haben sie angefangen bei uns zu tanzen als Tanzpaar. Haben jetzt mittlerweile viele Jahre hartes Training hinter sich, sind mehrfacher Sachsenmeister geworden. Klasse. Im Paartanz. Und ich hoffe, dass sie uns noch lange erhalten bleiben und noch beim nächsten Ausscheid würdig vertreten werden. Aha. Also die haben wirklich, da gibt es, muss man kurz erklären, vielleicht für Leute, die nicht so im Karneval drinstecken, da gibt es richtig Wettkämpfe, wo sozusagen diese Tanzpaare im karnevalistischen Tanz gegeneinander antreten. Und wie ist das? So ist es, ja? Das ist, bei uns sind es die sächsischen Meisterschaften. Ja. Da hängt es ein bisschen von der Anzahl an, wie viele Akteure daran teilnehmen. Das ist dann sogar der Vorausscheid zum deutschen Meisterschaften im Bartanz, beziehungsweise in allen Tänzen. Gemischter Tanz, Bartanz, Gardetanz, alles was dazu gehört. Da haben wir die beiden gerade noch ein Bild gehabt, Sophie und Benjamin, also amtierende Sachsenmeister im karnevalistischen Tanz. Und da haben wir dazu passend natürlich all die anderen, die hier extrem und wunderschön mit den Beinen schwingen, eure Tanzgarde. Das macht natürlich Spaß, bei so einem Wetter hier dabei zu sein. Wir haben es ja auch schon Regen erlebt, wir haben hier Schnee erlebt, aber das ist natürlich ein wunderbares Wetter zum 15. Umzug hier in Eilenburg. Wobei es gibt kein schlechtes Wetter. Ja, für euch Karneval ist natürlich nicht. Das ist immer Kaiser. Gibt nur die falsche Kleidung. Es ist völlig richtig. Na klar, wer in der Zeit des Jahres oder der Jahre sozusagen seine Hochzeit hat, für den ist natürlich völlig wurscht, wie das Wetter ist. Das ist wohl Schneien, Regnen, alles gar kein Problem. Sie können, liebe Fernsehzuschauer, zu Hause auch interaktiv mitmachen.
Wir haben das ja gestern in unserer Übertragung in Radeburg schon miterlebt. Ist sehr erfolgreich angenommen worden. Auch in diesem Jahr gibt es sozusagen ein Internet-Voting, wo Sie sagen können, was ist denn jetzt eigentlich das schönste Umzugsbild, was ich hier heute gesehen habe in Eilenburg. Ich werde Sie immer mit den Nummern auf dem Laufenden halten, bei welcher Nummer wir gerade sind. Und dass Sie Ihre Wertung abgeben können Sie genau unter dieser Adresse www.eilenburger-karneval-club.de. Das ist also die Internetadresse, wo Sie mitmachen können. Und sie läuft leider außerhalb der Wertung, weil sie würde jede Wertung für sich entscheiden. Anja Köbel im Umzug. Das hast du aber wieder schön gesagt. Aber jetzt werde ich sozusagen noch weiter aufgewertet. Denn der junge Gärtnersfreund, obwohl er ein bisschen aussieht wie eine grüne Wiese, Micha, ne, auf der Wiese habe ich gelegen, heißt es ja, will mir jetzt nämlich was schenken und ich hoffe, du wirst blass vor Neid. Genau so ist es, liebe Anja. Du weißt ja, wir haben dieses Jahr unser Motto, du und dein Garten. Und da du ja sowieso unser Liebling bist, unser Maskottchen von Eilenburg, kriegst du selbstverständlich den Gärtner Krause als Ort. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Jahr mit dem nächsten Motto wieder. Na mal gucken, jetzt habe ich schon mal einen Gärtner, René. So möchte ich das auch umgehangen bekommen, so. Aber ich suche noch weiter, Das also, war es noch nicht. Du gibst mein Präsident wird mich jetzt beneiden, weil jeder, der einen Orden kriegt, liebe Anja, da muss natürlich auch geküsst werden. Ach so. So ist das Sinn also, bei uns. Ja, ist gut jetzt. Gut. Bitte. Okay. Es ist unglaublich. Also, wir sind angekommen bei Bild Nummer 15, Martin Rinkhardt-Gymnasium Eilenburg. Meine Herren, 1906 wurde dieses Gymnasium gegründet, 100-jähriges Bestehen in diesem Jahr, gibt ein Riesenfest und ich glaube, die stimmen sich schon gerade hier so richtig auf diese Festivitäten in diesem Jahr ein. Eins ist klar, das Merke wird 100 Jahre. Das ist das Motto des Umzugswagens und ich denke mal, die werden von heute an durchfeiern, bis dann im Sommer die Festwoche ansteht und da gibt es dann richtig nochmal viel, viel zu erleben im Martin-Rinkhardt-Gymnasium hier in Eilenburg. Sag mal, Herr Präsident, ich habe mal jetzt eine Fachfrage. Es ist doch eigentlich Schulzeit wieder in Sachsen. Wie können denn die jungen Damen und Herren hier dabei sein? Ja, erst einmal, weil das Interesse von seitens der Schüler besteht, hier dabei zu sein. Keine zweitens Frage. Mal, weil dies Jahr die Unterstützung der Stadt dahinter steht. Ehrlich? Ja, die haben gesagt, liebe Schüler, bitte nehmt euch frei. Ja, ich hoffe, dass das insgesamt dann mal zum Feiertag wird hier in Eilenburg in Umgebung. Also ist es angestrebt, ja? Der Rosenmontag war ein Feiertag. Wir geben es dem Bürgermeister mit. Ja, nicht nur Bürgermeister, Stadt soll zumachen, alle Institutionen sollen zumachen, die Läden sollen zumachen, ja. alles auf die Straße. Das alles mit feiern. Ja, das ist selbstverständlich. Naja, wir werden sehen. Schön. Wir werden begeistert, wir würden gerne weiter was da. Was Köln kann, können wir auch. Was, selbstverständlich. Schon lange. Also, die Schulen ziehen kräftig mit. Es sind ja viele, viele Schulen im Umzug, wir werden das gleich noch sehen, die also wirklich mit 80, mit 100 Kindern dann dabei sind und die alle hier mitfeiern. Wir sind angekommen beim HKV Bad Düben. 31 Jahre, 31 Saison und hier haben wir das Prinzenpaar im Bild. Und dort können wir Ihnen sagen, die sitzen jetzt leider, weil wir würden Ihnen gerne mal zeigen, wie groß die denn in Wirklichkeit eigentlich sind. Da haben wir sie nochmal. Also die zwei Kleinen, also das sind das Nachwuchsprinzenpaar sozusagen, die da hier an uns vorbeirollen. Der Fußball, ein allumfassendes Thema natürlich in diesem Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft. Und da wollen natürlich alle, gerade die Karnevalisten, die immer so Motto des Jahres haben, da dreht sich natürlich vieles um das Thema Fußball heute. Hier im Umzug ist ganz klar. Und ja, ich hatte erst schon gerade über die Größe eines Prinzenpaares gesprochen. Und ich glaube, Anja Köbel ist gerade in der Nähe eines der größten Prinzenpaare, was es überhaupt gibt in ganz Sachsen. Mit Sicherheit. Also für mich ist er der Größte, René. So viel kann ich schon mal sagen. Ihr seid oder ihr geltet wirklich als das größte Prinzenpaar. Huch, wackelig auf dem Bein. Wie groß seid ihr denn wirklich? Also ich bin 2,04 Meter und 1,80 Meter. 1,80 Meter.
Aber es lässt sich gut regieren, von so oben, oder? Wunderbar, die Luft ist schön hier oben. Was sagt ihr zu Eilenburg? Hat man den Überblick so von oben? Ja, wunderbar. Ja. Man sieht alles. Man sieht alles. Ja. Musste für euch eine extra Uniform angefertigt werden, oder gab es? Musste verlängert werden. Musste verlängert werden. Kann man das denn sehen? Wo wurde denn? Ja, hier wurde angestückelt. René, guck mal, hier wurde ein bisschen angestückelt. Das sieht man. Ich seh's. Ja, naja, beim nächsten wird es wieder gekürzt. Auf jeden Fall viel Vergnügen noch. Dankeschön, das wird's. Eure Hoheit, vielen Dank, dass ihr ausgestiegen seid. Ja. Okay. Seine Tolität, Prinz Karneval Henry I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Patricia I. Und wenn Sie zu Hause gerade einen Taschenrechner zur Hand gehabt haben, zusammen sind die 3,84 Meter. Das ist nicht schlecht. Das größte Prinzenpaar, was Sachsen zu bieten hat, hier in Eilenburg beim Umzug. Und das Ganze kommt vom HKV Bad Düben. Auch ein befreundeter Verein von euch, die immer mit dabei sind hier? Jedes Jahr dabei, von Anfang an sogar mit dabei, muss man sagen. Es ist eine große Partnerschaft zwischen diesen beiden, also zwischen uns und zwischen dem Hammermüller Karnevalverein, der richtig heißt, Kurstädtischer Hammermüller Karnevalverein. Und hier an dieser Stelle möchte ich auch mal den Präsidenten hervorheben. Das ist der Peter Ohms, der seit dem ersten Tag an dort im Verein vorsteht. Seit dem ersten Tag an? 31 Jahre lang? Ja. Na, der ist doppelt so lange im Amt wie du. Ja. Na ja, hast du noch ein bisschen was vor? Vor Jahren habe ich noch vorne. Ja, ich tue mein Bestes dazu. Na klar. Da haben wir die Gardemädels des kurstädtischen Hammermühlen-Karnevalvereins. Was für ein langer Name, aus Bad Düben. Der Bürgermeister hat das Prädikat kurstädtisch im Jahre 2001 dem Verein verliehen. Darauf ist man sehr, sehr stolz, natürlich. Und der Verein war auch einer derjenigen, die einst den meisten den Verband Sächsischer Karneval mitgegründet haben und sind auch Mitglied im Bund Deutschen und der Deutschen Karneval. Also all das gibt es, all die Vereine, die Verbände, da organisiert man sich natürlich. Um noch einen Superlativ hinzuzufügen, wurde auch mit dem Verdienstorden in Gold vom Bund Deutschen Karneval ausgezeichnet für seine Pflege und das Brauchtum. Also solch hochdekorierte Vereine haben wir hier in der Region zu bieten. Liebe Fernsehzuschauer, für Sie zu Hause der Hinweis, Sie sehen hier gerade den 15. Rosenmontagsumzug aus Eilenburg. Live im MDR Fernsehen, heute an diesem Rosenmontag bei wunderbarem allerherrlichstem Faschings-Sommer, Sonnenwetter bei angenehmen, naja, so 0 bis 2 Grad. Ich denke, da friert heute keiner derjenigen, die im Umzug dabei sind. Rosenmontag, lieber Herr Präsident, wo kommt das denn eigentlich her? Eigentlich kommt es die Faschingszeit eigentlich aus dem 12. Jahrhundert. Und seitdem spricht man auch von drei tollen Tagen. Die drei tollen Tage ist der Donnerstag, der Weiberfastnacht. Ja. Der Sonntag wird dazu gezählt und eigentlich auch der feierliche Dienstag. Ja. Und seit 1823, als sich der Straßenkarneval in Köln durchgesetzt hat, ist der Rosenmontag dazugekommen und hat den feierlichen Dienstag so ein bisschen abgelöst. Und wird jetzt als vierter Feiertag begonnen. Alles klar. Also, und der Rosenmontag beschert uns eine Karotte im Umzug. Anja Köbel, die Frau, die uns da unten vertritt. Ja, aber nicht nur eine Karotte im Umzug. Ach so. Guck mal, hier mal eine und noch eine Karotte im Umzug. Siehst du, das ist sozusagen die Konkurrenz. Wenn wir uns zusammenstellen, sind wir jetzt ein Bund Möhren. Ein Bund man so Möhren. Sagt. Und guck mal, hier gibt es wirklich was zum Abbeißen. Darf ich eine kriegen? Okay. Na klar. Und hier hinten, guck mal, bei ihr ist das Möhrenkraut ein bisschen kürzer als bei mir. Aber jetzt. Nichtsdestotrotz, seid ihr noch frisch? Aber immer, bei jedem Wetter. Bei jedem Wetter. Ja, und auch nicht genmanipuliert. Nein, auf keinen Fall. Alles Bio. Also kannst du mal gucken, vielleicht kannst du ja auch mal knuspern, wenn die Damen bei dir vorbeikommen. Ja, ich würde mal gerne. Aber Anja, viel Spaß beim Möhrchen essen. Dankeschön. Sehr fein. Also, die Karottenfrauen bieten sich an bei Du und dein Garten. Das ist das Motto dieses 15. Rosenmontagsumzugs hier in Eilenburg. Kita Bumi Delic, das ist der Wagen, den wir hier gerade vor uns sehen.
die städtischen Kindertagesstätten Bummin ihren Sitz haben. In evangelischer Norden sind hier auch mit dabei. Mehrfacher Preisträger, muss ich dazu sagen. Auch noch? Mehrfacher, dreifacher Preisträger. So, da rollt Bild Nummer 20. Wir müssen noch Mark kaufen. Sie sind hier. Und viele Grüße an die Kollegen vom MDR. Ganz seit März 1996 sind diese, gibt es den, die Grundschule und den Schulhort. Da sehen wir auch mal die Massen, die da am Straßenrand schon wieder stehen. Das ist ja wirklich unglaublich. Also ich denke mal, 20.000, was ich am Anfang gesagt habe, das ist nicht gelogen. Da werden wahrscheinlich sogar noch mehr als 20.000 heute hier die Straßenränder säumen bei diesem herrlichen Rosenmontagsumzug aus Eilenburg. ...83 Kinder sind in der Grundschule und auch im Hort mit dabei. Integrationskindergarten ist das, wo die Kinder also zusammen lernen, spielen und das alles, wie man sieht, mit viel Spaß dabei hier bei der Faschingszeit, bei der Karnevalszeit in Eilenburg. Ich glaube, da muss ja auch keiner überreden, denn bei euch hierher zu kommen. Die kommen alle gern und freiwillig und immer wieder vor allen Dingen her, oder? Weil es viel Spaß macht. Uns freut das auch, besonders, dass gerade Kinder und Jugendliche an unseren Umzügen teilnehmen. Also uns erweicht ja von den normalen Umzügen ein kleines Stückchen ab, muss ich sagen. Aber bei uns ist die Nachwuchsarbeit, vorhin haben wir sie sehen, sehr groß geschrieben. Und wir freuen uns über jede Kindertagesstätte, über jede Schule, die daran teilnimmt. Das bereichert unseren Umzug, so wollen wir unseren Umzug haben. Na klar. So, da sehen wir es auch nochmal. Ja. Und da sehen wir den Reiterhof im Bild. Lukowena befindet sich in der Gemeinde Schönwölkau am Rand der Dübener Heide. Ja, da sehen wir es, der junge Reitersmann dort im Bild. Dort kann man, also 40 Pferde sind da auf dem Reiterhof dabei. Und kann man also reiten lernen und kann man Turnierreiten machen. Alles das geht dort. Und auch die engagieren sich hier mit dabei. Bild 22, Karnevalclub Lindenhain Brennis. Die sind hier auch mit dabei. Schlachtruf, lieber Achim, ist bei denen wie? Lindenhain Brennis, hellau. Lindenhain Brennis, hellau. 1971 71 muss man dazu sagen, dass Lindenhain Brennis, genauso wie wir in diesem Jahr, noch 35 Sessionen beginnen. Also an dieser Stelle auch meine Glückwünsche an diesen Partnerverein, der auch von Anfang an mit dabei ist und uns unterstützt. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir schalten jetzt wieder zu Anja Köbel. Das ist ja unsere Karotte im Umzug, aber ich sehe ein Motorrad, Anja. Willst du flüchten? Ja, nein. Natürlich nicht flüchten, wie könnte ich dich verlassen oder euch? Es gibt ja dieses hervorragende Lied, meine Großmutter fährt den Hühnerstallmotorrad. Das ist ja, wie viele Hühner mussten denn heute schon dran glauben? Oh, die sind alle eingesperrt wegen der Vogelgrippe. Ja, du fährst ja auch im Hühnerstall, so heißt es. So heißt es. Ja. Aber die sind alle abgehauen, denn nachher. Stalltür offen gelassen, dann waren sie alle weg. Naja, mal sehen, Hauptsache es gibt keinen Ärger. Ja, ne, das hoffe ich natürlich. Tolles Gefährt hast du hier, liebe Großmutter. Ein bisschen klein, aber ansonsten fährt das auch? Ja, ja, das fährt normalerweise auch. Vorhin ist es noch gefahren, aber das geht ja viel zu langsam, da wollt es nicht mehr. Ist klar. Viel Vergnügen noch und grüß die Hühner von mir. Klar, immer. Genau. Also Anja bleibt uns erhalten, fährt nicht davon. Wir waren zu Gast beim Karnevalclub Lindenhain Brennis. Seit 1974 übrigens regiert dort ein Prinzenpaar, 60 Mitglieder ungefähr und darauf ist man sehr stolz, 30 Kinder und Jugendliche sind auch mit dabei. Bild 23, Sie sehen's, Dr. Belian Grundschule aus Eilenburg, die hier auch mit dabei sind, das war das, was wir erst angesprochen haben, also viele, gucken Sie mal an, wie viele Kinder da wirklich mitlaufen hier an diesem Rosenmontagsumzug und sie auch schön geschmückt haben. Da können wir auch noch mal Dank sagen an die vielen Eltern zu Hause. Ich vermute mal, dass da viele Stunden Arbeit drinstecken in den Kostümen, dass die Kinder da auch heute so hübsch aussehen. Und der eine oder andere. Man sieht ja auch, dass die Kinder auch ein bisschen Spaß haben. Ja, und ein Kind, was am Straßenrand steht, würde bestimmt gerne tauschen mit einem Kind, was mitläuft. Aber das wird vielleicht nächstes Jahr dann sein. Jetzt ist die Stelle, wo wir sagen können, herzliches Dankeschön, denn da ins Bild rollt gerade eben die Stadtverwaltung aus Eilenburg.
da können wir uns mal lobend äußern, oder? Wir müssen uns sogar lobend äußern. Wir wollen uns lobend äußern. Ja, wir müssen an dieser Stelle, weil in den Jahren zuvor, es war immer eine Zusammenarbeit da, sage ich jetzt mal, aber es hat immer noch Ecken und Kanten gegeben. Und ab diesem Jahr ist einfach eine Zusammenarbeit entstanden, auch in Vorbereitung Großen Montag im Zusammenhang mit der ganzen Session, sage ich. Es fehlt immer noch an Geld, das fehlt ja nicht bloß in Eilenburg, das ist überall so. Natürlich. Dann sind wir die Zusammenarbeit perfekt. Also wir sagen Dankeschön vor allen Dingen ans Ordnungsamt, die hier große Unterstützung geleistet haben, damit die ganzen Absperrungen funktionieren, die ganzen Streckenpläne genehmigt werden. Und was da alles so an Bürokratie sein muss bei dieser Ausgelassenheit, soll das ruhig noch mit erwähnt werden. Also die Stadtverwaltung Eilenburg, und zu Ehren der Stadtverwaltung zeigen wir jetzt nochmal die schönen Kinder von Eilenburg. Da haben wir also tanzende junge Damen, guckt dir das mal an. So schön ist Fasching. Na Gott, Mensch, aber jetzt mal mit den Beinen schwingen, bitte. Wo haben wir das denn? Das gehört doch hier mit dazu. Nicht? Doch? Na? Nicht? Die schwingen nicht mit den Beinen. Schon wieder Frauen, die nicht auf mein Kommando reagieren. Na gut, okay. Also, oh, guck mal da. Möhre dürfen wir nicht sagen. Möhre dürfen wir nicht sagen. Möhre. Karotte. Müssen wir mal die Karotte machen. Na ja, Karotte, natürlich. Da haben wir Einradfahrer, die hier mit dabei sind. Das ist ja auch wirklich kompliziert, hier mit dem Einrad unterwegs zu sein. Aber auch die halten sich hervorragend. Da lesen das Pressel Hellau, der Pressler Karnevalverein ist auch mit dabei. Seit 72 gibt es den. Und die veranstalten wirklich unglaublich, aber wahr, 7 Veranstaltungen pro Saison. Und also da ist schon... Das Schönste ist ja der Presseumzug am Sonntag. Ja, also ach so, ganz, Sonntag. Ganz, ganz kleines Dorf, muss man ja sagen, im Landkreis. Und trotzdem gestaltet sich Umzug, wo nicht bloß die Umzugsteilnehmer, sondern wo auch alle Einwohner vor den Türen stehen, Pfannkuchen verteilen, Glühwein verteilen. Also da macht jeder mit, das ganze Dorf ist auf den Beinen. Also das ist mal ein Geheimtipp. Zum nächstes Jahr vielleicht, zum Fasching Sonntag, wenn man da mal... Nach Pressel fährt, dort Wattern. Kann man vorbeigucken. Und da ist also das Dorf, das sind ja so, glaube ich, 500 Einwohner ungefähr, haben die so. Also da ist wirklich jeder auf der Straße, ja? Alles auf der Straße, alles auf der Beine. Es macht richtig Spaß, damit zu machen. Sehr schön. Also der Umzug ist nicht so groß wie eurer hier, aber geht nicht nach der die Stimmung ist perfekt. Egal wie groß der Umzug ist, bedeutet immer einen Haufen Vorbereitung, sage ich das stimmt. Und, es ist sehenswert. Also Bild 26 ist das, der Presslaer Karnevalverein. Alle 60 Mitglieder haben sie insgesamt. Und wie wir sehen, eine Menge Spaß. Also, da haben wir noch mal die Schlachtrufe mitgenommen. Direkt aus dem Klärbecken sozusagen heraus. Ich denke, da wird so ein bisschen die Abfall- oder die Abwasserpolitik der Gemeindeverwaltung auf die Schippe genommen. Würde ich jetzt mal ganz schwach und ganz stark vermuten, dass da gerade sich ein paar Leute in der Gemeindeverwaltung sehr ärgern, wenn sie die Übertragung im MDR-Fernsehen sehen. Und schon? Gibt es wieder zur Ausgleich der Gerechtigkeit. Junge Damen, und die werfen es auch wirklich mit den Beinen. Haben wir erst gerade noch eingefordert, aber die machen das so, wie wir das gewohnt sind. Jawohl, vielen Dank, der Applaus, der gehört ja euch am Ende. Also bitteschön. Also das sind die Damen, die Funkengarde. Die Funkengarde des Pressler Karnevalvereins. Ist das schon Eilenburg weg, Pressler? 15 Kilometer. 15 Kilometer? Ja. Das ist also nicht so weit. Und sie ist auch mittendrin, unsere Karotte. Liebe Anja, wo bist du denn? Bauernhof, so viel sei verraten. Ja. Aber guck dir mal die verrückten Kühe an, irgendwie drehen die hier durch. Und der Bauer, der hat es schon ziemlich schwer. Ja, immer durchgehalten. Was ist denn mit deinen Kühen? Was machen die denn falsch? Die haben alle BSE gekriegt. Ach du großer Gott, und das in Eilenburg. Und da ist die BSE-Kuh, das ist die allererste. Und die sind jetzt alle angesteckt, wahrscheinlich. Notschlachten. Aber nicht hier. Nein. Nee, nicht hier. Nein.
Vielleicht tun wir es auch noch pflegen. Okay. Alles klar, erstmal gute Wetten. Dankeschön. Also, wilde Kühe. Wilde Kühe bei Anja Köbel. Und das alles sind Vertreter des Dressler Karnevalvereins, die wir hier auch noch mal im Bild sehen. Und die auch das Motto dieses Umzugs, du und dein Garten, oder das Saisonmotto hier in Eilenburg, mit aufgenommen haben. Und da sich lustige Dinge haben einfallen lassen. Auch schöne Kostüme, auch herrlich. Das ist ja, auch das kann man, wir sagen es mal gern wieder noch an der Stelle, sowas kann man nicht in irgendeinem Laden kaufen. Nein. Das wird alles handgefertigt und hergestellt. Und das ist also viel, viel Arbeit, die auch natürlich in diesen Kostümen hier drin steckt. Da ist sogar der eigene Fotograf mit, der hält das fest für die Ewigkeit. Kann ich mir gut vorstellen. Tja, da werden sie zusammengetrieben. Wie sieht das bei euch heute aus? Wird heute noch weiter gefeiert hier bei euch in Eilenburg, wenn der Umzug dann irgendwann mal zu Ende sein wird? Oder wie läuft es heute ab bei euch weiter? Im Anschluss wird auf jeden Fall, linke Hand sehen wir es jetzt nicht, im Festzelt wird es auf jeden Fall weitergehen. Okay. Wir werden dort noch kleine Programmpunkte bringen bis 22 Uhr. Also Musik, Tanz und Spaß, würde ich sagen. Und dann in allen Lokalen in Eilenburg wird auf jeden Fall noch, ja, noch die Puppen tanzen. Na, aber Puppen tanzen, gute Stichwort. Wir gucken noch mal hin. Bei uns haben auch gerade die Puppen getanzt. Jetzt aber wirklich die Damen, die Beine schwingen. Und so ungefähr wird das bei euch heute Abend im Festzelt, vermute ich mal, auch aussehen. Vielen Dank an die Regie, dass jetzt die Damen wirklich mit den Beinen werfen. Jetzt kommen wir aber zu unserer Anja wieder. Und ich denke mal, sie kann auch, das haben wir gestern aus Radeburg erlebt, sie kann auch mit den Beinen so hoch werfen. Aber jetzt geht es um andere Dinge. Ja. Völlig andere Dinge. Völlig andere Dinge. Völlig andere. Da würde ich das mit dem Beinewerfen jetzt erstmal hinten anstellen. Ja. Das hier ist Gerz. Gerz. Und Gerz ist total mutig. Okay. Er wird jetzt etwas tun, was er hoffentlich nie hinterher bereut, nein, lieber Gerz. Nein, es gibt nämlich einen Haufen Zeugen für das, was er jetzt tun wird. Ja, ungefähr 2 Millionen. Ganz lustig. René, jetzt nochmal Gerd nochmal richtig durcharbeiten. Oh Gott, René, du bist schon verheiratet? Ja. Gerd nochmal richtig durcharbeiten. Ja, und jetzt los. Also, mein lieber Gedi, wir haben uns am 8. Dezember 2001 in Eilenburg das erste Mal gesehen. Und ich möchte jetzt ganz offiziell fragen, möchtest du meine Frau werden? Ich liebe dich auf alle Seiten. Ich kann nicht mehr, ich brauche dich. Ich kann nicht mehr, ich brauche dich. Oh, Gerd. Möchtest du auch so? Mich, da wird er mir richtig warm im Herzen. Ja. Falls es klappen sollte, falls sie ja sagen sollte, ja. Nächsten großen Montag mache ich eine Hochzeitsrikscha. Ja. Und fahre mit ihr dann erst auf Standesamt und dann mache ich auch großen Montag. Da muss er natürlich erstmal ja sagen. Ja, das hat man. Also, wenn sie nicht ja sagt, ich würde es mir auch überlegen, vielleicht sage ich ja, aber nee, wir hoffen. Geli, also Geli sagt ja in diesem Sinne. Geli als Beutersitz, ich liebe dich. Jetzt bin ich platt. Da schmilzt unsere Anja dahin. Anja, frag doch mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ja sagt? Was soll ich fragen? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie ja sagt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ja sagt? 99,9. Alles klar. Alles klar. Wir sind beruhigt. Ein schönes Jahr bis zur Hochzeit erstmal. Ja, also der nächste Höhepunkt kann auf jeden Fall kommen. Das waren die Stammtischfreunde Kastanienhof Seehausen. Da sind sie immer noch, Bild 27. Und der Gerd Döring, der hat diesen Heiratsantrag gemacht. Und wir hoffen mal, also wir wissen, sie guckt zu. Wir wissen, sie guckt zu. Wir hoffen, sie guckt immer noch zu und ist nicht vor Schreck umgefallen. Das ist ja das Entscheidende an der Sache. Und hoffentlich sagt sie heute Abend, wenn ihr Gerd zu Hause ist, dann ja. Dann haben wir hier nächstes Jahr zum Rosenmontag eine riesige Hochzeitsfeierlichkeit. Wir würden uns sehr darüber freuen. Stammtisch Kastanienhof Seehausen. Können wir kurz erklären. Also, die treffen sich regelmäßig. Also, sie sagen selbst, sie sind der beste Stammtisch von ganz Sachsen und haben auch Stammtischfreundschaften weit, weit, weit in der ganzen Welt verteilt. In Kalifornien, in Thailand, in Texas, in Australien, in Korea, in Österreich und natürlich ganz, ganz viel auch in Deutschland. Also, das sind Herren, die können ordentlich feiern. Und auch diese jungen Damen und Herren, das sind ganz kleine Feierfreunde, die sind mit dabei. Bild 29 ist das, die Kita Mäuseland Jesewitz. Die sind mit dabei, die Jesewitzer Mäuse vor. Jesewitzer Mäuse vor, schießt ein Tor, ist ihr Motto. Auch hier dreht sich es um Fußball. Schon die Kleinen, zum einen vom Karneval infiziert, zum anderen natürlich von König Fußball. Sehr schön. Und auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön, das wissen wir aus sicherer Quelle. Die Eltern haben da viel mitgeholfen.
dass diese wunderbaren Kostüme die Kinder schmücken. Ja, da ist die Stimmung aber ordentlich, das kann man so sagen. Das sind zweite Jahr dabei, muss man sagen. Zweite Jahr dabei, voriges Jahr waren sie Preisträger. Und ich denke mal, dieses Jahr werden sie auch nicht weiter von entfernt sein. Wunderschöne Kostüme dabei. Ich auch. Wir müssen uns erklären, Preisträger heißt ja. Was bei euch? Preisträger, dass wir von einem Sponsor von uns große Preise ausgelobt haben, ja. Die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Und dass die Kinder und Jugendlichen, die an unserem Umzug teilnehmen, die Möglichkeit haben, diese Preise natürlich auch zu gewinnen. Aha! Es wird also den besten Umzugswagen geben, der wird aber einen Pokal bekommen, sage ich jetzt mal, das ist ein Wanderpokal. Der ist eigentlich bekannt und der hoffe ich, dass dieses Jahr jemand anderes bekommt und dann haben wir diese Preise für Kinder und Jugendliche. Okay, also wir sind angekommen bei Bild Nummer 30, dem Burgverein Eilenburg. Die Idee zur Gründung gab es so im Jahre 1993 nach dem Brand des Eilenburger Amtshauses und 1994 wurde dann der Verein gegründet. 60 Mitglieder hat er insgesamt, alle zwei Jahre organisiert der Verein das sogenannte Regienfest. Also, auch die sind hier mit dabei. Wichtiger Bestandteil hier des Lebens rund um und in Eilenburg. Viermal im Jahr gibt es auch hier einen sogenannten Stammtisch, wo man sich trifft und über all die Dinge bespricht. Wir können schon mal so ein Zwischenfazit ziehen. Ich glaube, bisher können wir ganz zufrieden sein. Wenn wir hier so in die Straße hineingucken, von uns aus gesehen, nicht nur das blaue Himmel ist, es sind wieder, also ich glaube, mehr Menschen an der Straße als Eilenburg Einwohner hat. Ja. Es ist unglaublich. Das hat sich gefühlt. Da schlägt auch mein Herz auch höher, wenn ich das sehe. Das glaube ich. Da glänzen die Augen beim Präsidenten. Das kann ich mir gut vorstellen. Also Eilenburg hat so knapp 17.900 Einwohner, aber hier sind weit mehr als 20.000 heute mit dabei. Das heißt, die ganzen Umlandgemeinden kommen hier mit rein. Bis aus Leipzig kommen einige angefahren, um hier den Rosenmontagsumzug mitzuerleben. Der Neusser Karnevalsclub und die Heide-Guggis, die sind jetzt hier am Start. Die sind noch ein bisschen älter als wir. 1958 war es gegründet. Unsere Hochachtung. Und ich habe schon gesagt, die Heide-Guggis sind mit dabei. Und da hören wir einfach mal rein. Die machen affengeile Stimmungsmusik. Bitteschön. Musikalische Ausbildung. Die werden schon von Kindesbeinen an mit angezogen. Das erlernt, jetzt kriegen die auf Deutsch noch mit in die Wiege gelegt. Das hat keine musikalische Ausbildung. Deshalb ist es besonders aller Art wert, was die hier auf die Beine stellen. Nicht nur vom Aussehen her, sondern von musikalischen aber hervorragend, ja. Muss man ganz klar sagen. Und sie hat es auch in die Wiege gelegt bekommen. Unsere Anja Köbel, unsere Karotte im Umzug. Anja, wen hast du denn da schon wieder geschnappt hier? Das ist jemand, den wir, glaube ich, alle gern haben wollen. Möchten gern haben wollen. Genau, so denn diese Jungs versprechen Öl in jedem Garten zu finden. Ja. Wie riecht das? Ja, der Motorsport riecht das. Ja, wie riecht man das? Gibt es noch was zu trinken? Das hat man in der Nase. Sag mal, gekleckert. Sagen wir mal, aber was ist denn hier oben drin? Öl. Wir ölen danach. Wenn es nicht gleich kommt, wird nachgeölt. Guck dir mal das Ölkästchen hier oben an. Guck mal. Sensationell. Oh, das hängt mal.
Schön sieht's aus. Nicht abmachen. Nein. Auf jeden Fall. Das Bohrloch wird geölt. Die Jungs riechen das. Also du kannst dir das ja nochmal genauer erklären lassen, wie das ist. Also ich würde es erstmal kurz pausieren mit dem Öl hier. Bitte ist das schön. Okay? Ich würde nachfragen beim Motorsportclub Eilenburg. Als Alternative zu den steigenden Energiepreisen sagen die hier, also passt mal auf, Freunde, wir suchen selber nach Öl und haben viele schöne Autos hier mitgebracht. Und aus dem Bohrgarten gibt es natürlich auch eine Menge leckere Dinge. Die Ölkappe, die hier. Und für 49 Cent verkaufen sie das Ganze. Ja, bitteschön, das ist doch mal ein Kampfpreis. Meine Ansage gegen die großen Ölkonzerne dieser Welt. Aber hallo. Der ASB-Kindergarten oder die ASB-Kita Heinzelmännchen Eilenburg. Der Schlachtruf, hurra, hurra, die Heinzelmännchen, die sind da. Da freuen wir uns drüber, dass so viele Junge hier mit dabei sind. Und die kommen hier aus dem Stadtteil Berg. Ja. Ja, also ist da auch wirklich ein Hügel oder heißt es nicht nur Berg? Das ist ein Berg, deshalb ist es auch Berg. Wir befinden uns jetzt in der Mitte. Aha, okay. Und das letzte Stadtteil hinten ist Eilenburg Ost, unser Kühlschau. Und deshalb ja auch unser Schlachtruf Kühlschau. Da kommt das her? Da kommt das her, weil Eilenburg also, Ost hieß früher Kühlschau. Alles klar, und da habt ihr euch gegründet, dann, oder? Genau. Alles klar, da habt ihr euch gegründet. Ja. Und deshalb Kühlschau Hellau. So, und wir sagen Kühlschau Hellau zu unserem Möhrchen im Umzug, Anja Köbel. Also das mit dem Gärtner hat immer noch nicht so geklappt. Immer noch nicht. Aber ich habe hier einen anderen jungen Mann gefunden, den ich ziemlich interessant finde. Er hat allerdings keine Hand für mich frei, also wird nicht geraspelt und nicht geknuspert. Sag mal, ein bisschen unbequem, oder? Ja, ich bin froh, wenn es vorbei ist, weil mir schlafe ich schon langsam da ein. Und was ist, wenn du mal was essen oder trinken willst? Wie funktioniert das dann? Ich habe meinen persönlichen Zwerg und da hilft mir über den Berg. So sieht das aus. Also in Eilenburg braucht man einen persönlichen Zwerg und der hilft einem über den Berg. Viel Vergnügen noch. Dankeschön. In 4 Stunden hast du es geschafft. Oh, hello. Also sehr schön. Also auch hier das Motto, du und dein Garten, das ist heute hier das Motto dieses Umzugs, das Motto eurer Saison. In der wir uns ja hier mittendrin befinden. Ist schon so ein bisschen Wehmut da Richtung Aschermittwoch oder seid ihr noch voll des Freude und des Jubels rund um diese Faschingszeit? Dann noch stecken wir ja mittendrin. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr lang. Aschermittwoch ist ja wieder eine schöne Sache vorbei. Ja. Stammt ja auch eigentlich aus der Kirche. Die Büßer wurden früher mit Asche bestreut. Deshalb kommt der Name auch Aschermittwoch. Aha. Dort wird auch langsam unsere Veranstaltungssache zu Ende gehen. Aber wir freuen uns schon, denn nach dem Karneval ist vor dem Karneval. Natürlich, da werden die neuen Planungen gehen dann los für den 11.11. und so weiter. Also, es ist immer so ein bisschen weinendes, aber ein lachendes Auge, denn der Karneval, er kommt ja jedes Jahr wieder. Und gerade hier in diese unglaublich karnevalsverrückte Stadt nach Eilenburg. Und im nächsten Jahr, das können wir auch sagen, nächste Saison, das können wir auch sagen, habt ihr endlich wieder euer altes, angestammtes Partyhaus. Das endlich, will sagen ich sagen, wir. Dass es höchste Zeit wird. Das ist schön. Das wollen wir nicht sagen, aber wir haben eine schöne Wirkungsstätte gehabt in Thalwitz. Und ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht, unsere Veranstaltung durchzuführen. Wir werden Thalwitz auch sicherlich mit einer Veranstaltung im Jahr treu bleiben. Aber wir freuen uns, dass wir unsere alte Wirkungsstätte wiederbekommen. Es ist geräumiger, es ist größer. Das ist hier in Eilenburg? Das ist hier in Eilenburg das Bürgerhaus. Das Bürgerhaus. Früher mal das NVA-Clubhaus war. Wir sagen jetzt schon mal 11.11.2006, Einweihung. Einweihung, hoffe ich. Natürlich. Da muss der Bürgermeister sein Wort stehen, ansonsten müssen wir noch mal ein paar... Sonst wird er gefedert, gepudert, genau, und sowas machen wir mit dem. Also am 11.11. ist hier die Einweihung, dann Korrekt. Ist der Karnevalclub wieder da, da lade ich wo euch er hingehört. Dazu ein. Wir sind jetzt schon dabei, kann ich schon direkt versprechen. Wir kommen auf jeden Fall mit. Er ist hoffentlich bis dahin auch nicht erfroren. Aber eins mal sagen, jetzt mal gerade im Bild sind. Liebe Anja, du hörst uns ja zumindest. Wir haben hier zumindest schon mal eine Blume für dich. Also wir würden dann um dich werben mit einer Nelke. Ja? Also falls du keine Gärtner findest, liebe Anja, wir würden zumindest mal eine Nelke in die Waagschale werfen und dich als Moorrübe zu überzeugen von uns. Ich denke da noch eine Rose dazu. Und eine Rose kommt auch dazu. Ja. Nein, ich bin ja total platt, Jungs. Wenn ihr weiter so macht, breche ich hier die Arbeit ab und komme gleich nach oben gestürmt. Aber nee, ich nicht auf. Ich suche noch den Gärtner. Sie ist nicht zu überzeugen. Nee. Nein, noch nicht. Also eine Möhre kann bockig sein. Das ist schon immer so gewesen. Schon gleich, hart und bockig. Schon gleich, ja, hart und bockig. Schon gleich, wenn eine Frau drin steckt. Also, okay. Zu viel Karotin drin. Wahrscheinlich ist das der Grund. Genau. So, da sind wir bei Bild 39. Faschingsclub Weidenhain 2001 e.V.
freue ich mich natürlich ganz besonders, dass Sie dabei sind. Sie sind das erste Mal dabei. Ja? Zum ersten Mal? Neulinge im Verein. Im Umzug muss ich sagen. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Ich habe es an den Gesichtern gesehen. Ich mache sehr viel Spaß, hier dabei zu sein. Ich denke mal, da werden wir Sie nächstes Jahr auf alle Fälle wiedersehen. Wir gehen jetzt ganz weit runter auf die Straße. Ich sehe, Anja hat ein ganz merkwürdiges Gefährt bei sich. Wie aussieht das Fahrrad? Aber sag mal, das ist ja total klein, wie auch Christen. Ist die ein bisschen schwierig? Ja, manchmal schon. Und kriegst du langsam hier dein Kreuz? Hältst du das so durch? Ja, eigentlich schon. Und Balance-Thema, wo ist die Schwierigkeit mit diesem kleinen Ding? Oh Gott, jetzt kriege ich es langsam im Kreuz. Ja, ich weiß es nicht so genau. Ja. Drehst du mal eine kleine Ehrenrunde für uns, ja? Für René eine kleine Ehrenrunde. Ja, bitte. Ja. Sensor. Mich würde jetzt interessieren, ob Anja Köbel auch auf diesem Fahrrad klarkommen würde. Aber wir wollen es nicht probieren, weil so eine Karotte hat auch bestimmte Schmerzgrenzen. Also, sehr schön. Der Faschingsclub Weidenheim, auch das war eine Vertreterin von Ihnen, hier schon schön geschmückt mit unseren Fahnen vom Sachsenspiegel. Da kann ich Ihnen gleich nochmal sagen, die schönsten Szenen, die besten Kostüme, die interessantesten Bilder, all das gibt es heute Abend im MDR Sachsenspiegel zu sehen. Das Ganze 19 Uhr in Ihrem MDR Fernsehen. Den Sachsenspiegel gibt es jeden Tag, immer 19 Uhr. Und heute Abend, wie gesagt, mit den Highlights, mit den Höhepunkten dieses 15. Rosenmontagsumzugs aus Eilenburg. Da haben wir es auch noch mal in Schrift zum Mitmeißeln. Heute 19 Uhr Sachsenspiegel einschalten. Gibt es noch einmal zum einen die Auflösung, ob Anja einen Gärtner gefunden hat, und zum anderen die schönsten Bilder des heutigen Umzugs. Der Marktkauf Eilenburg, der ist ja auch mit dabei. Das Einkaufszentrum wurde 1995 hier eröffnet. Auch ein Einkaufszentrum, das euch gut gewogen ist. Also dem Karnevalsverein, also die helfen schon ganz kräftig mit finanziell, mit anderer Unterstützung. Da kann man auch mal Danke sagen an der Stelle. Das wäre ja ohne die Sponsoren alles überhaupt denkbar, was hier alles Wir wollen keinen Namen nennen, aber hier sage ich mal an dem Chef, sage ich jetzt mal ein riesen Dankeschön, weil wir können hingekommen, wann wir wollen. Die Unterstützung ist immer zu gesichert. Wir gucken noch mal drauf. Gerade eben so ein bisschen durchs Bild gehuscht ist ein Fahrrad der ganz besonderen Art. Die Regie hat, glaube ich, noch mal hingeschaut und zeigt uns noch mal. Gucken Sie sich das mal an. Ein Fahrrad mit halben Felgen. Nun kann ich Ihnen nicht sagen, ob das eine Innovation ist, eine Neuentwicklung, aber zumindest sieht es sehr skurril aus. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass so ein Ding wirklich ordentlich fährt. Aber wir haben gesehen, vielen Dank an die Regie, dass die uns sozusagen nochmal den Beweis geliefert haben. Man kann auch mit halben Felgen unterwegs sein. Die Mittelschule Eilenburg Ost. Unser Motto in diesem Jahr: Love Parade mit Blumen, Musik und Tanz für Frieden, Glück und Toleranz. Und der Schlachtruf da ist Flower Power. Passt ja auch wieder zu eurem Motto. Ja? Passt dazu. Nur der Garten, Flower Power, da war man extrem kreativ. Hier sehr schön zu sehen. Auch da haben sich die Mittelschüler eine Menge Zeit genommen, um diesen wunderschönen Wagen zu gestalten. Wir sagen herzliches Dankeschön. Erstmalig beim Rosenmontagsumzug ja auch dabei. Und wir sind angekommen beim Tierparkverein Eilenburg und der Kita Löwenzahn. Auch hier wieder, wir haben es schon am Anfang gesagt, viele kleine Faschingsfans. Das bestätigt's wieder. Also die sind in rauen Mengen heute hier wirklich mit dabei. Das ist sehr schön zu sehen. Und sehr schön anzusehen ist auch Sie, unsere Karotte im Umzug. Anja Köbel. Leider immer noch nicht beim Gärtner, aber ich gebe nicht auf. Jetzt sieht es erstmal aus, als hätte ich mich irgendwie im Wald verirrt. Aber die junge Dame verspricht sozusagen ein gutes Gefühl mit Energiewesen. Was um aller Welt ist denn das? Wir machen alles mit Energie. Wir tanken alle Energie. Alle, die zu uns kommen können, voller Energie tanken. Mit so einem Besen hier? Ja, also wer es glaubt, wird selig. Ich würde es mal versuchen. Was muss ich damit machen? Barfuß laufen. Okay, im See laufen, barfuß und dann ausschlagen mit dir. Oh Gott. Also das klingt ja wieder ganz anders. Okay, ich werde es versuchen. Danke. Schlag mal aus, Anja. Okay, wir sind bei diesen tanzenden jungen Damen und Herren bei dem Bild 46 Sportverein SG Peritsch. Die sind hier auch mit dabei.
Fußballer und Akrobatikfrauen. Die lassen hier ordentlich ihren Festwagen wackeln. Da sehen wir es. Meine Güte. Hier auf dem Schlachtfeld der MS. Und die sind besonders stolz auf ihr Männerballett. Aber so richtig Männer, die da tanzen, muss ich ehrlich sagen, sehe ich nicht. Oder sie sind wirklich so gut verkleidet, dass man sie für Frauen hält. Weil ich würde mal sagen, dass wir es da im Bild sehen, dürften alles Frauen sein. Aber das Herrenballett, das Männerballett, darauf sind sie besonders stolz. Mit Volldampf voraus, so heißt das Motto ihres Gott. Und sie haben wirklich tonnenweise Konfetti mit dabei. Mit Volldampf voraus. Und ein Riesenschiff. Ich glaube, ohne jetzt der Jury vorgreifen zu wollen, aber einer der Kandidaten für den besten Umzugspreis haben wir da, glaube ich, gerade eben vielleicht eventuell gesehen. Das lässt sich vermuten. Ich denke eben auch. Ja. Und Ihre Meinung ist den Eilenburgern sehr, sehr wichtig, liebe Fernsehzuschauer hier im MDR Fernsehen. Deswegen können Sie nämlich auch abgeben, Ihren Hinweis, Ihren Tipp, was Sie sagen, ist das schönste Bild. Wir sagen Ihnen immer so ein bisschen die Bildnummern an und auf dieser Internetseite, dort sehen Sie das dann. www.eilenburger-karneval-club.de. Dort finden Sie unter bester Romo, das ist so ein Unterpunkt, darunter alle Bilder, können Sie anklicken und sagen, hier bitteschön, meine Wertung, nehmen Sie es mit auf und dann fließt es mit ein in die Umzugswertung. Alle Besucher des Rosenmontagsumzugs in Eilenburg, bleibt einfach sicher! Da haben Sie sich gerade selber angekündigt, der SKV Söllichau e.V. 1973. Das ist auch ein Partnerverein aus Sachsen-Anhalt, muss ich sagen. Sachsen-Anhalt. Und sie warten ja schon seit Jahren auf das Rückspiel, auf das Fußballrückspiel gegen den ECC. Und ich verspreche es hier an dieser Stelle, wir werden zum Rückspiel antreten. Das war ein Fußballspiel der Extraklasse. Also da gab es ein Fußballspiel, muss ich noch was erklären, zwischen euren beiden Vereinen? Oder? Ja, das ist mehr oder weniger auch ein karnevalistisches Fußballspiel gewesen, muss ich sagen. Es gab also auch Bier in der Spielzeit und solche Dinge, viele Dinge mehr. Es war sehenswert. Es war sehenswert? Es war sehenswert. Wer hat gewonnen? Söllichau, aber wie gesagt, im Rückspiel wird es... Im Rückspiel drehen wir das Ding um. Da schlagen wir zu. Hohes Ergebnis oder ging es eher so? Das ging. Das ging? Ja. War so ein reines 5-0 so oder man war nicht so schlimm? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also das Fußballrückspiel ist versprochen. Ist versprochen. Und ich glaube, mit den Söllichauern, da kann man das auch machen. Die haben da, die verstehen da viel Spaß, wie eigentlich alle Karnevalsvereine. Wenn wir mal ganz ehrlich sind an der Stelle, da können wir das so sagen. Bisher zufrieden, ja, oder? Ja, zufrieden. Das ist zufrieden. Ja. Wenn man sich mal überlegt, liebe Fernsehzuschauer, dass dieser Rosenmontagsumzug ja angefangen hat mit kleinen Handwagen hier auf den Bürgersteigen. Und irgendwann wurde es dann so viel und so groß, dass man auf die Straße, man kann fast schon sagen, ausweichen musste. Und ausgewichen auf die Straße ist auch sie, weil sie ist immer noch auf der Suche bezüglich nach einem Gärtner. Ja. Ich bin gespannt, ob unsere Karotte fündig wird. Ja, ich auch langsam, ne? Aber das sieht auch nicht aus wie ein Gärtner. Du siehst ehrlich gesagt, nimmst mir nicht aus wie ein Gärtner, aber ich sehe aus wie eine Kerze zum Beispiel. Eine Kerze? Oh, Entschuldigung, das habe ich nie erkannt. Und zwar deshalb, weil unsere Straßenlampen in der Nacht immer abgestellt werden, in den annektierten Gebieten zum Beispiel. Ehrlich? Morgen kostet mal passen. Und da funzelst du so vor dich hin? Funzeln wir so vor uns hin und machen uns jetzt selber Licht, denn wir sind auch ohne Straßenlampen helle. Also René und Achim, passt bitte auf und blas die Kerze nicht aus. Nein, um Gottes Willen. Ihr habt gehört, sie ist wirklich verdammt wichtig. Ja. Ja. Der Heimatverein Kostbar Pressen war das, der also hier sagt, Freunde, bitte mal, es wäre schön, wenn da mal auch ein paar Straßenlaternen leuchten würden in der Nacht. Aber müssen Sie mal den Stadtfernsehern richtig heimleuchten. Ja, natürlich. Ja? Ich glaube, das ist heute genau die richtige Gelegenheit dafür. Ja. Wir gucken mal, ob sich da was bewegt. Wir sind angekommen beim Ruderclub Eilenburg, beim Bild Nummer 50. Da sehen wir es, da prangt sie, die große 100, ganz klar, warum, weshalb. Der Verein feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. 150 Mitglieder, da sagen wir gerne herzlichen Glückwunsch zum 100. Und der Verein ist ja so jung wie nie, kann man fast sagen. Also 100 Jahre wird er alt und auf der Eilenburger Kiesgrube, du wirst es wissen, findet ja immer die großen Wettkämpfe statt. Die
Sachsenmeisterschaft unter anderem im Rudern. Ende. Also, da ist ordentlich Stimmung in der Bude. Ich denke mal, mit dem Boot, was sie hier da aufliegen haben, kann man keine Sachsenmeisterschaft mehr gewinnen. Aber ich glaube, da im Bootschuppen stehen ganz andere Hightech-Boote, mit denen man hier das Wasser durchflügt. Rund um Eilenburg oder auf der Eilenburger Kiesgrube. Aber auch die sind hier mit dabei. Das freut uns sehr. Und wie gesagt, der Auftakt soll es sein zu einem großen, großen Feierjahr zum 100. Anja, feierst du mit oder wo bist du? Ja, guck mal, das ist wirklich total begeisterungswürdig. Ich stelle dir den kleinsten Zwerg des Volkschores vor. Oh. Guck mal hier unten rein, hier ist tatsächlich ach Gott, ein ist das winziger süß. Zwerg drin. Was sagt denn der Zwerg zu dem ganzen Trubel hier? Ach Gottchen, der ist ganz ruhig und ganz lieb. Ja. Ach Gott, ist das Hut süß. Ab. Und wie alt ist das Zwerglein? 7 Monate. Ach, aber er singt doch nicht so richtig. Noch nicht, nee. Aber das kommt noch. Es wird dran gearbeitet. Guck, komm, wir zeigen euch nochmal. Geht nochmal, zeigt nochmal den Zwerg. Noch wie heißt der denn, wie heißt denn? Genau, hallo junge Frau, wie heißt denn der Zwerg? Das müssen wir noch wissen. Fabian Haut. Fabian das Haut. Ist der Fabian. Ist er nicht süß? Also oh. Nicht so laut da oben, nee, nicht, dass er vielleicht doch noch anfängt zu schreien, nein. Würde ich sagen. Fabian Haut, das Jüngste mit 7 Monate, unglaublich. Also, jetzt meine kommen bei Bild Nummer 52. Tischlerei und Restaurationswerkstatt Schneider und Söhne Lausig. Damas, grüßt Eilenburg. Die Holzmichel aus Lausig. Wir grüßen gern zurück. Mit einem kräftigen Kühlschau, hello. Kräftiges. Ja, aber sicher. Das hier der Schlachtruf in Eilenburg. Für alle, die erst vielleicht mitbekommen haben, warum, weshalb. Kühlschau ist ein Stadtteil von Eilenburg, so hieß er früher. Ja. Und dort hat sich der Eilenburger Karnevalclub gegründet und der Schlachtruf deshalb Kühlschau. Hello. Ein Riesenlärm, ja, man versteht kaum das eigene Wort, aber wir sehen es, Begeisterung ist groß. Der ökumenische Kindergarten Kita St. Marien Eilenburg. Den haben wir jetzt im Bild. Bild Nummer 54. Kirchlicher Kindergarten mit 40 Plätzen. Und ich glaube, alle, die da im Kindergarten sind hier mit dabei. Schöne ruhige Lage, sagen Sie, haben Sie am Stadtrand. Und auch hier, wenn man das wieder sieht, meine Güte, da haben sich wirklich viele, viele, viel Mühe gegeben, um da diese große, ich würde mal sagen, es ist irgendwie eine Wespe, ja, also eine Wespe, auch, ja. Die da hoch auf dem Wagen gebaut wurde. Auch da nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die hier kräftig mit dabei sind. Da werden die Aufnahmen gemacht für das Heimvideo. Ich denke mal, immer mal eine Reise wert hier, der Rosenmontagsumzug in diesem Jahr, ja, der 15. aus und in Eilenburg. So, und wir gucken mal wieder zu unserer Karotte runter in den Umzug, die ja immer noch permanent und überhaupt auf der Suche nach einem Gärtner ist, der ja. sie pflückt. Wir ja. gucken mal. Aber jetzt habe ich ja ehrlich gesagt richtig große Hoffnung, denn das sind sozusagen die Freunde einer Gärtensparte. Jawohl, gute Hoffnung, Delitzsch. Gute Hoffnung. Habt ihr denn wirklich, seid ihr wirklich alles richtige Gärtner? Ich ja, suche mir alles. Einen. Doch, ich bin ja. ein guter Gärtner. Guter Gärtner. Was ja. machen wir denn so mit einer Möhre? Mit einer Möhre kann man viel machen. Eine Möhre kann man sehen, eine Möhre wächst und eine Möhre, da kann man viel Essen draus machen. Viel Essen, naja. Also ja. so richtig springt mir das noch nicht an, aber... Das weiß ich, das weiß ich, ja. das weiß ich. Naja, nee. Aber
Aber trotzdem. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Fasching. Danke. Auf jeden Fall habe ich erstmal einen Apfel. Das ist ja immer erstmal schon ein erster Schritt. Ne? Mit einer Möhre. Das nächste Mal reden wir wieder über eine Möhre. Genau. Schönen Dank. Tschüss. Tja, Frau Köbel, die Geister, die ich rief, die werde ich eben nicht los. Wenn man den Gärtner sucht, kriegt man eben mal einen Apfel geschenkt. Bitte schön. Also. Hast du das Motto gesehen von mir? Ja, naja, natürlich. Hat mir besonders gut gefallen. Das hat dir natürlich sehr gut gefallen, das kann ich mir gut vorstellen. So, da haben wir doch mal der Hinweis, jawohl, hier darf mitgefilmt werden für das Heimvideo. Wir sind angekommen bei Bild Nr. 56. Rauerei Krostitz und der Delitzscher Karnevalfahrer. Auch ein herrlicher Wagen, das Urkrostitzer, es fließt dort in Strömen. Vielleicht mal eine Zahl soll genannt sein. 600 gastronomische Betriebe, Restaurants, Gaststätten, Hotels schenken dieses Bier aus. Es ist also das meistgetrunkene Bier in der WM-Stadt Leipzig. Die Fußball-WM in diesem Jahr ja in Leipzig zu Gast. 5 Spiele wird es geben in diesem wunderschönen Zentralstadion. Und ich denke mal, auch da wird eine Menge Bier fließen. Leider kein Krostitzer, wir müssen amerikanisches Bier trinken in Leipzig. Aber gut, das halt für den Fußball tut mir auch was. Der Delitzscher Karnevalverein, der hier mit in diesem Bild integriert ist, der hier mitgemacht hat dabei, wurde im Jahre 1993 gegründet. Das ist einer der jüngsten Karnevalsvereine, die es gibt. Das soll man noch schön, dass immer noch eine Neugründung dazukommt, dass ihr nicht so einsam seid, ne, oder? Das ist richtig, weil es ist ziemlich schwer, wie gesagt, das Karneval auf kleineren Ortschaften am Leben zu halten. Da fehlen die Finanzen, aber wie gesagt, es gibt viele, viele, die auch nachwachsen, viele Vereine. Und wenn sie so schön nachwachsen, früher war es ja meistens aus irgendwelchen Betrieben. Ja, das gibt es ja heute alles nicht mehr. Und deshalb kann man wirklich vor jedem Hut ziehen, wo sich ein neuer Verein gründet. Ja. Und so schön wachsen sie nach, wenn wir das hier mal sehen. Ja. Die Funkenmariechen, die Gardemädels, die also hier uns schön was vortanzen. Davon hätten wir doch gerne mehr. Also, ich weiß ja, dass hier in Eilenburg ist ja auch immer so, dass nach so einem Karnevalszeiten ist der Zulauf gerade zu euren Tanzgruppen ja extrem hoch. Ja. Viele, die dann kommen und sagen, Menschenskinder habe ich gesehen, will ich mitmachen. Wir können alle nur ermutigen, dieser vielen Tausenden, die da am Straßenrand stehen, die wir gerade hier nochmal dieser wunderschönen Abschwenk sehen von unserer Kamera. Die Sonne schmeichelt ihnen auf das Haupt und sie sind begeistert von diesem Umzug. Und ich denke mal, auch Anja Köbel ist begeistert. Unsere Karotte auf der Suche nach einem Gärtner. Ja, ich bin gespannt, noch nicht gefunden, aber Nein. Anja begeistert trotzdem, oder? Genau, wir wollen uns mal nachfragen, wie begeistert denn die Zuschauer wirklich sind. Immer schön, ja. Ist nicht so kalt? Na ja, da steckt man mal die Hände ein, jetzt weiter. Die haben gerade so hübsch mitgepfiffen. Pfeifen Sie für uns nochmal? Jetzt muss sie lachen. Das ist der Vorführeffekt. Aber sie hat wirklich die ganze Zeit ganz toll mitgepfiffen. Das müssen wir jetzt mal glauben. Ja. Nochmal einen Versuch. Einen Versuch später vielleicht nochmal. Später nochmal. Wir pfeifen später nochmal auf die Wette. Sehr schön. Wir glauben es dir, liebe Anja. Wir glauben es dir. Selbstverständlich. Der Fliegerclub Leipzig Taucher rückt hier ins Bild. 75 Jahre oder vor über 75 Jahren gegründet und die wollen einfach die Fliegerei so ein bisschen nahe bringen. Man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit, sagen sie, vorbeikommen und sich mal einen Segelflug gönnen. Der Schwarze Berg zwischen Taucher und Eilenburg, das ist ihr Standort. 85 Mitglieder und es gibt mittlerweile 10 Vereinflugzeuge. Also das ist schon eine tolle Sache. Und da sehen wir es, ich glaube, aber das Flugzeug ist nicht mehr so richtig flugtauglich. Ich denke mal, das wird vom Bundesluftfahrtamt nicht genehmigt zum Abheben. Aber... Ach, der Pilot sieht ein bisschen müde aus. Ja, genau, der macht einen schlaffen Eindruck, der Pilot, wenn wir mal ganz ehrlich sind an der Stelle. Aber sehr schön. Der Fliegerclub Leipzig Taucher. Und auch die haben uns mitgeteilt, sind ja immer wieder auch Sachsenmeisterschaften, gibt es natürlich auch im Segelfliegen und so weiter und so fort. Und da sind die Leipzig-Taucher auch ganz weit vorne mit dabei. Ja, Taucher. Naja, auf jeden Fall die Flieger da eben aus der Ecke.
die Flieger dort aus der Ecke zwischen Leipzig und Einburg. Für alle Fälle, die sind immer kräftig mit dabei bei den Sachsenmeisterschaften. Und wir freuen uns, dass Sie auch bei diesem wunderschönen Rosenmontagsumzug beim 15. hier in Eilenburg mit dabei sind. Das ist der Hinweis nochmal an alle Fernsehzuschauer. Das kann ich Ihnen nochmal sagen. Sie haben sich eingeschaltet. MDR Fernsehen ist klar. Und Sie sehen den Rosenmontagsumzug aus Eilenburg und sehen jetzt gerade hier im Bild die Kita Schwalbennest aus Eilenburg. Auch da wieder die Kinder und auch die gehörten 2005 zu den Preisträgern hier. Wie macht ihr das eigentlich mit den Preisträgern? Kommst du da selber vorbei und übergibst die Preise oder schickt da, wird da jemand geschickt? Nein, da bin ich auf jeden Fall selber dabei. Es fahren also zwei, drei Kanalisten mit, zwei, drei von unseren alten Weibern, ja, die Lust haben, sage ich mal. Aber es ist ja meistens auch in der Arbeitszeit. Da fahren wir direkt hin und suchen die Kinderdarstelle auf. Das ist herrlich verpackt, das Geschenk. Und die Kinder dürfen es aufreißen. Wir hatten früher mal gesagt, dieses Westpaket. Haben sehr viel Freude, die Kinder haben noch dann mehr Freude an dem, was drin steckt. Selbstverständlich. Sie können heute Abend auch wieder viel Freude haben mit dem Karneval aus Eilenburg. 19 Uhr im MDR Sachsenspiegel gibt es die schönsten Bilder, die fantastischsten Szenen und natürlich alles, was Anja Köbel hier heute erlebt hat in diesem Umzug zu sehen. 19 Uhr MDR Fernsehen Sachsenspiegel gibt es jeden Tag. Heute mal besonders zu empfehlen, denn es gibt die wunderschönen Bilder hier aus Eilenburg. Und weil ich gerade Anja Köbel erwähnt habe, schalten wir gleich wieder zu ihr. Sie ist unsere Rübe im Umzug. Anja, was hast du denn gefunden? Na, es sieht doch zumindest schon mal nach einem Gärtner aus. Ne? Die mal. Nervt mit ihrem Gärtner. Ja, meine Herren. Was ist so? Die Tagesaufgabe heute. Mann. Er hat hier eine Paprika, warte Moment, Paprika und Mais und so. Bist du ein netter Gärtner? Das ist selbstverständlich. Ja. Was ist hier jetzt noch? Jetzt wollen Sie mal ziehen. Soll ich mal ziehen? Was passiert? Okay, ziehe. Ah! Gott, oh Gott. Ein knallender Gärtner. Nochmal? Nein. Ach, geht noch einmal. Ja, also geht's wieder. Nächstes Jahr geht's wieder. Also, das ist auch nichts für mich. Nee, nächstes Jahr. Das ist wieder. Ja, weißt du, der Punkt ist, die hat hier oben zwei exzellente Gärtner, die Kollegin Köbel, da unten im Umzug. Und sucht sich jedes Mal irgendwelche fremden Männer, bei denen, die nur einmal können und so eine Küche, wo es nur einmal knallt. Also, na gut, okay, wir soll's so sein. Es ist ja Fasching. Bitteschön, soll sie ihren Spaß haben. Ab 16 Uhr wird dann hier wieder aber ordentlich bei uns am Tisch gestanden. Okay, also, wir sind in Eilenburg. Und sagen Ihnen, wollen noch einen kurzen Hinweis geben, weil wir da gerade ein Auto im Bild gesehen haben. Es gibt hier am kommenden Wochenende einen schönen Volkslauf. Da können Sie gerne mit dabei sein. Am 5.3. geht es 10 Kilometer durch die Innenstadt, wenn Sie Lust haben. Einfach vorbeischauen hier beim Volkslauf in Eilenburg. Da können Sie ein bisschen so in der Faschingszeit, wenn der eine oder andere Pfannkuchen zu viel auf den Hüften ist, dann kann das gern so sein. Also, Bild 62, sie muss nicht dran teilnehmen, sie ist schon schön und schlank. Die Rosenkönigin von Delitzsch. Janine Bierbass ist die, so heißt die junge Frau, ist 18 Jahre jung, ist Abiturientin und sie ist die 7. Delitzscher Rosenkönigin. Also, auch die ist mit dabei, hier im Umzug. Und da sagen wir ein herzliches Willkommen zum ersten Röckener Karneval-Club. Aus dem Jahre 1975, da sind sie gegründet worden, bei einem Stammtisch in der Gemeinde. Haben wir gesagt, Mensch, Kinder, hier können wir doch mal machen. Der Club hat heute 70 Mitglieder und es gibt 7 verschiedene Gruppen in dem Club. Das ist schon ordentlich. Das ist eine ganze Menge, würde ich sagen. Der Elverrat, das ist auch ein schöner Name übrigens für die alten Weiber, wenn ihr mal Alternativnamen sucht. Speckis. Ja? Speckis ist gut. Die Speckis, so heißen die alten Weiber beim Röckener Karnevalclub. Das nehmen sie zwar vielleicht, komm, Speckis nehmen sie. Alte Weiber haben sich dann gewöhnt. Ja, das Speckis stimmt. Speckis, weiß ich nicht, wie sie reagieren. Das könnte auch, Schwierigkeiten geben. Ich probier's und sag dir Bescheid. Ja, frag doch mal, wie wär's denn, wenn wir euch Speckis nennen würden. Ja, und aber ein Tipp von mir bringt dich in Sicherheit, wenn du das fragst. Der erste RCC ist wieder in Eilenburg. Auf die Eilenburger Eintracht aus Röcke! 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 Mit Blaulicht sind sie angerückt hier, die Damen und Herren vom Röckener Karnevalverein. Und sie haben auch einen kleinen Imbiss mit. Das Prinzenpaar verteilt ein bisschen was zu essen und zu trinken. Das ist sehr löblich. Es gibt ja hier schon einige, die eine ganze Weile hier am Straßenrand stehen. So seit 1 Uhr ungefähr. Da haben sich die ersten hier eingefunden, um die besten Plätze zu haben.
Und mittlerweile stehen die da schon gut über 3 Stunden. Also die haben wirklich eine Stärkung notwendig. Die kann auch kommen von Eilback, von der Backwaren GmbH hier aus Eilenburg, die ja auch mit dabei sind. Auch da haben wir das Motto dieses Umzugs oder dieser Saison: Du und dein Garten, sehr schön aufgegriffen. Die haben ja auch, machen wir schon Konkurrenz. Da mit eurem Umzugswagen eine Parzelle, wie das ja in der Fachsprache heißt, aufgebaut. Sehr schön. Parzelle, Scholle, grüne Lunge, gab es ja früher so viel Eisdrücke dafür. Ja, oder Bungalow hatten wir früher. Bungalow, ne? Darf man nicht vergessen. Ja, klar. So, ich glaube, sie hat keine Parzelle. Sie hat genug Land um ihr Haus drumherum, aber sie hat vielleicht einen Gärtner gefunden. Ich weiß es nicht. Anja Köhle bewirtschaftet. Nee, Gärtner immer noch nicht, aber ich habe es mir jetzt erstmal gemütlich gemacht hier. Was haben wir denn hier Schönes im Körbchen drin? Können wir hier eine Weile aushalten zusammen? Ja, halt mal ein bisschen durch, ja. Ja, was zu essen, was zu trinken? Nur was Warmes, natürlich. Ja. Bei dem Wetter brauchen wir was Warmes. Was ist das Warme? Ich will es heute genau wissen. Ein Käffchen. Na klar. Das ist schön. Und bevor wir denn heute so schön sind, das ist ja ein tolles Gerät, was du hier hast, muss man mal sagen. Ja, der ist so mindestens 50 Jahre alt. Ja. Gut erhalten und schön in Schuss. Gut gepflegt. Wieder alte, der ein Pferd. Siehst du, also mal gucken, ob ich jetzt den Herrn noch ein bisschen weiter pflege. Was müssen wir denn da tun? Das frage ich dann, würde ich sagen. Ja. Aber wir fahren mal noch eine Runde, ne? Alles klar. Viel Spaß beim Treckerfahren, liebe Anja. Aber auch das braucht ja ein Gärtner. Also die Einzelteile hatte ich schon mal gehabt, aber so in der Kombination, so einer, der alles hat, naja gut, okay. Also Anja Köbel noch immer auf der Suche nach einem Gärtner. Klaus Degen war das, den wir gerade im Bild gesehen haben bei der Anja. Das ist ein Urgestein hier aus Eilenburg, ne? Das ist ein Urgestein, genau. Das ist das. Hat er früher eine Gaststätte bewirtschaftet. Das war ein Bürgerhaus, von dem wir vorhin gesprochen haben. Ja. Eins der verflossenen Kneiper, sag ich jetzt mal. Schade, dass er weg ist, er könnte gerne wiederkommen. Okay, also, der ist auf jeden Fall wieder dabei, Klaus Degen. Da grüßen wir ihn noch mal. Ja, er lebt noch. Holzmichel heißt er, weil er, man kann es fast denken, aus dem Erzgebirge kommt. Die Wurzner Spielleute beglücken uns jetzt mit wunderbarer Musik. Und da sind auch die ganz Kleinen mit dabei. Sehr schön. Herrliche Sache. Die also auch bei diesen Temperaturen gerade die Finger am Spielen halten. Und der Altersdurchschnitt übrigens, der liegt hier bei 30 Jahren bei den Wurzner Spielleuten. Die, denke ich mal, viele von denen dürfen noch nicht rauchen, aber Anja Köbel ist bei einer rauchenden Persönlichkeit. Und Persönlichkeit ist tatsächlich der richtige Begriff, denn schau dir doch die Herren mal an. Die natürlich. Die Hosenbande, ne? Mächtig gewaltig. Wollen wir mal wissen, Egon, hast du einen Plan heute? Ich habe einen Plan. Franz Jäger steht hier mitten auf dem Markt, den gilt es heute zu knacken. Und wir schaffen das. Also diesmal geht es ganz gewiss. Auf jeden Fall. Viel Erfolg, Egon. Ja. Also auch die Olsenbande dabei beim Eilenburger. Oh, da wird es aber gefährlich. Mit einer Waffe da. Naja gut, es ist in der Karnevalszeit ist so vieles möglich. Das war oder das sind die Wachauer. Das sind Teilnehmer vom Wachauer Karnevalsclub e.V. Erstmalig dabei. Ein herzliches Willkommen. Eine Premiere auch hier wieder. Und es ist eine schöne Premiere, wie wir gerade sehen. Also auch wieder junge Damen mit dabei. Das ist ja überhaupt bei euch Karnevalisten. Ihr umgebt euch ja nur mit gut aussehenden jungen Frauen. Das ist ja unglaublich. Das wäre doch ein Anreiz für die Leute, die noch nicht im Karneval sind. Ja, das wäre doch mal, das ist doch mal genau die richtige Werbung für alle, die sagen, na ja, das ist zwar ganz nett, aber ich möchte nicht. Ich kann Ihnen sagen, wir haben einiges erlebt in diesen verrückten Faschingstagen hier in Sachsen im Freistaat. Es waren immer gut aussehende Frauen um uns drumherum. Das ist doch mal ein schlagendes Argument, warum man am Karneval mitmachen sollte. Bild 69, da sind wir angekommen, hier beim Rosenmontagsumzug aus Eilenburg. Und das ist die Wohnungsgenossenschaft Eilenburg. Also selbst solch hoch dekorierte Vereinigungen sind bei euch mit dabei. Die machen hier bei euch mit. Das ist sehr schön, finde ich zumindest. Weil es ist ja so eine Sache, das müssen die nicht. Fliegende Händler,
in Eilenburg. Und das ist hier was ganz Besonderes. Da bin ich halt auch vorbeigefahren, weil da gucke ich immer mal mit hin, bei eurer Schanze. Ja. Schanze in Eilenburg, man soll es nicht für möglich halten. Wir sind hier wirklich im absolut tiefsten Flachland, was es nur geben kann. Aber Eilenburg hat eine eigene Schanze. Und die wird hier nochmal dargestellt. Ist auch schön gelegen, auch hier ganz in der Nähe vom Ortszentrum, so ein bisschen, wenn man so rechts rumfährt am Berg, da kann man fast, wenn man da an der Straße vorbeifährt, denkt man, meine Güte, wenn hier mal einer richtig weit springt, der springt doch bis auf die Straße. Also das ist schon eine schöne Sache hier in Eilenburg, und auch die Organisatoren werden immer gut gelobt für Meisterschaften, die hier stattfinden. Da freut man sich immer wieder, wenn man hier nach Eilenburg kommen kann. Und wir freuen uns immer wieder, wenn wir zu ihr schalten können. Liebe Anja Köbel, unsere Karotte im Umzug, auf der Suche nach einem Gärtner. Ich geb's nicht auf. Ich bin gespannt, oder wir sind gespannt. Hier sieht doch einmal doch der Knabe schon mal sehr nach einem Gärtner aus, ne? So, ich würde das Exemplar mal rumdrehen. So. Grün, frisch und hat sogar eine Gießkanne dabei. Was ist denn drin in deiner Gießkanne? Ja, Süßigkeiten. Ach. Also das ist ja dann doch nicht so der richtig klassische Gärtner. Was würdest du mit der Mohrrübe machen? Ja, die würde ich dann irgendwann essen oder schälen oder was Schönes machen. Keine Ahnung. Schälen. Nee, also tut mir leid, das ist es doch nicht, aber dafür klaue ich die Möhre. Haha. Meine. Ja, also Anja Köbel auf der Suche nach einem Gärtner, und die beklaut wirklich jeden, der zwischen die Finger kommt. Da ist wirklich keine Möhre vor unserer Karotte, ist irgendwie sicher, muss man mal so ganz klar sagen. Unermüdlich auf der Suche. Ja, naja, das zeichnet sie aus. Deswegen haben wir sie auch da in den Umzug gesteckt. Wir sind angekommen bei Bild 72. Das ist zum einen der Heimat- und Kulturverein Audenhain e.V. und zum anderen die Fahrschule Frank Reiche hier aus Eilenburg. Die Vereinsgründung ist im Jahr 1993 passiert. Und hier davor tanzen noch einmal junge Damen, auch vom Heimatverein. Da kann man mal sehen, auch die schmeißen sich kräftig in Schale. So schön ist die Heimat hier in Eilenburg. Und wir gehen schon wieder zu Anja Köbel. Anja, du hast jetzt was gefunden. Jetzt kommen die Gärtner am Block sozusagen. Ja, aber gleich drei. Seid ihr richtige Gärtner, wenigstens ihr? Natürlich. Nein, Landwirt, aber Gärtner ist auch so gut. Landwirt sogar. Und du? Ich bin, sieht man nicht, aber der Obergärtnerchef. Der Obergärtnerchef. Was würdest du denn mit Möhren machen? Das ist heute die klassische Frage, weil ich suche nämlich einen Gärtner, der nett zu mir ist und mit dem ich dann nach dem Umzug sozusagen ein bisschen im Garten rum... Wollen wir quasi einfach pflanzen? Ja, rumpflanzen kann. Genau. Ich wollte gerade nachfragen. Pflanzen. Wir würden pflanzen. Ihr pflanzt jetzt zusammen. Jetzt gibt es noch Stiefel. Okay, aber wir können ja noch mal hier reingucken. Ein Äpfelchen würde ich erst mal nehmen, und ansonsten treffen wir uns dann hier. Ja, das ist eine Linie für Möhrchen. Ja, für Möhrchen, genau. Okay. Dann. Wir haben natürlich auch was für die junge Frau hier. Oh, ich wäre hier total beschenkt. Wie nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Mal sehen, ich gucke ja auch noch mal in die Tasche. Auch vom Gartenzwerg gibt es ein Küsschen. So. War es das schon oder gibt es noch was? Toh. Von das dir ist hab ich noch nicht zu fassen. Ah! Ja. Es hat noch was gegeben. Das war's dann. Danke. Oh, ja. Also, Anja Köbel. Tja, wenn man mit dem Feuer spielt, ja, das ist ganz klar. Muss man auch feuerfeste Kleidung sie anhaben. Sie wollte noch was haben. Sie wollte was haben. Genau. Und ich war ja wirklich schon, was da kommt, wo sie mal sagt, was ich mache dann, wir machen dann im Garten, aber man hat sich auf Pflanzen geeinigt. Ist ja sehr schön. Also, Anja Köbel auf der Suche nach einem Gärtner hier beim Karnevals, beim Rosenmontagsumzug aus Eilenburg. Und da haben wir, die sich hier ins Bild schieben, noch einmal den Heimat- und Kulturverein aus Audenhain. 35 Mitglieder. Audenhain ist das längste Brückendorf Sachsens übrigens. 89 Brücken gibt es dort. Das ist unübertroffen im kompletten Freistaat. Audenhain, wo seid ihr? Über die Brücke, durch die Bach, die Audenhainer sind. Da fliegt wirklich eine Menge Süßstoff, Süßigkeiten hier zu den Umzugsteilnehmern. Da gibt es einige, die ordentlich den Beutel heute voll haben und sozusagen locker bis zum Aschermittwoch hinkommen. Anja Köbel,
Es ist ja, und die Frau ist ja wirklich überall. Jetzt ist sie ja schon wieder auf irgendeinem Wagen. Wo bist du denn? Ja, jetzt wollte ich das Ganze mal von innen betrachten. Und ich habe mir einen jungen Mann rausgesucht, bei dem ziemlich scharf geschossen wird. Wird es denn wirklich? Aber 100%. Könnten wir vielleicht René und Achim mal so ein bisschen beschießen? Aber selbstverständlich. Ja, genau. Los jetzt, das versuchen wir. Es dauert noch ein bisschen. Ich merke schon. Wir werden mal sehen, ob wir das noch hinbekommen. Achtung, jetzt darüber. Achtung, und jetzt geht's gleich los. Da ist das, die Schießscharte und los. Es hat geklappt. Super, danke. Also, sehr schön. Da haben wir jetzt im Bild die Floristikwerkstatt Lattlaus und den Friseursalon Köhler. Ja. Groß an unsere Produktionsleiterin, die heißt auch Köhler. Das ist vielleicht ihr Friseursalon. Oder sie wird zumindest mal, ich bin demnächst mal eingeladen, dahin zum Haare schneiden. Obwohl sie hat so schöne rote, lange Haare, muss gar nicht zum Friseur gehen. Also, Floristikwerkstatt Lattlaus, Friseursalon Köhler. Seit 1994 gibt es zumindest das eine Geschäft und da gibt es auch noch ein Kostümverleih seit über 8 Jahren. Daher also diese zauberhaften Kostüme, die Sie da auf diesem Umzugswagen sehen. Nochmal der Hinweis an alle, die zu Hause mitvoten wollen. Im Internet ist das Ganze möglich. Wir sind jetzt gerade angekommen bei Bild Nummer 73. Das war nämlich die Blattlaus mit dem Friseursalon. Und Sie können im Internet mit abstimmen. Auf der Homepage des Karnevalvereins gibt es nochmal alle möglichen Bilder anzusehen und dann den Haken dran machen und sagen, da, denke ich, war das schönste Umzugsbild, fließt dann mit ein in die Wertung hier in Eilenburg. www.eilenburger-karneval-club.de. Und wir gehen direkt aus dem Internet rüber zu Anja Köbel, die immer noch suchend ist. Ja, jetzt habe ich aber was ganz anderes gefunden. Aha. Ich habe mich immer gefragt, wie von hier oben was da runtergegeben werden kann. Weißt du, von so hohen Wagen? Ja. Jetzt weiß ich das. Der junge Mann, man braucht keine Langarme, der junge Mann gibt das, gucke dir das an. Das ist total komfortabel. Und ich hoffe, da ist Möhrensaft drin. Jetzt ist natürlich Möhrensaft. Den nehme ich jetzt. Vielen Dank, junger Mann. So einfach geht das in einem. Ja, ganz klar. Vielen Dank. Also, Prost, ne? Anja Köbel ausgestattet mit Möhrensaft. Noch mehr Vitamine und Karotin. Die Frau wird hinterher wirklich ganz rot aussehen. Musikpromotion, Baltic Eilenburg und Geislerreisen waren das. Carsten Fiege ist der Inhaber, Konzertveranstalter, Partyservice und Catering, Vermittlung und Künstler. Alles macht er mit. Und 13 Meter lang war oder ist dieses Gefährt, was wir da sehen. Der Partywagen, der auch immer wieder schöne und gute Dienste tut, zusammen mit dem Karnevalverein hier in Eilenburg. Da hat man viel, viel Spaß. Da sehen wir jetzt hier die Heide-Guckis. Schlachtruf von denen, wenn die mal nicht die Instrumente im Mund haben, ist dann Heide-Guckis das Ganze dreimal. Und diese Guckenmusik ist ja wirklich was Faszinierendes. Sie steckt ja wirklich an und bei jedem Wetter geht man damit und zieht man damit durch. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Und die jungen Damen und Herren, die geben wirklich alles, um hier ordentlich Stimmung zu machen. Und wir hören ganz gern mal rein, wie das klingt, wenn die Heide-Guckis hier Stimmung machen. Thank you.
die Heidegugge ist hier mit dabei. Das war ein Ohrenschmaus für sie. Und jetzt gibt es wieder einen Augenschmaus. Anja Köbel. Ja, so ist es. Also mit dem Gärtner, ihr merkt schon, es wird ein bisschen schwierig. Es wird schwierig. Komm zu uns, Schatz. Naja, Moment mal. Ich habe überlegt, ob ich sozusagen einfach ein bisschen umschwenke. Die erste mit einem harten jungen Mann. Vielleicht geht das einfacher. Ne? Bist du so ein richtig hartgesottener? Ja. Aber so richtig hartgesotten ist er doch nicht, weil guck mal, harte Männer haben immer irgendwo ihre Kuscheltiere. Ist ja süß. Entlarvt. Aber trotzdem vielen Dank, dass ich mitfahren durfte. Und ja, wollen wir mal gucken, wie du ganz aussiehst? Ja. So sieht er aus. Alles klar. Ja, jetzt Brille ist runter. Danke. Da haben wir es gesehen. Und der junge Mann, der führt oder fährt eure Standarte. Ja. Was ist denn das? Das ist das Markenzeichen des Karnevals. Das gehört eigentlich zu jedem Karnevalverein dazu. Manche sagen im Flagge, manche sagen Standarte. Zum Karneval heißt es Standarte. Das ist unser Aushängeschild, sag ich mal so. Also diese Fahne wird im Normalfall immer getragen von euch irgendwo oder wird immer mit diesem Dreieck gefahren? Bei jeder größeren Veranstaltung, da sehen wir dann Veranstaltung im Saal sowieso. Ja, die was hat es mit diesem Emblem auf sich? Was ist da? Da ist eine Elf zu sehen, ist klar, ein Löffel, ein Mund und alles karnevalistische Artikel, sage ich jetzt mal. Wir haben die zusammengefasst vor vielen Jahren. Das ist unser Markenzeichen, unser Wappen. Ja, sehr schön. Also, ich denke mal... Zu den Heidi-Cookies habe ich auch noch was. Okay. Schlange aus dem Bild. Ich möchte trotzdem noch was sagen. Die Heidi-Cookies, weil du ja sagtest, das ist ja ein Ohrenschmaus. Ja. Die machen einmal im Jahr, in Herbstmonaten, machen die eine riesen Kiste in Belgien. Das nennt sich Cookie-Festival. Also wer daran Interesse hat, den kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, da mal sich Karten zu besorgen, mal hinzufahren. Also in Belgien das Cookie-Festival? Das Cookie-Festival. Dann tun dann zwei früh immer noch die Ohren weh und der Brustkorb bebt, aber es ist absolut mal sehenswert, da hinzufahren. Das ist ganz, ganz große Klasse, was sie da organisieren. Sehr schön. Da kommt euer Festwagen. Ja, da wird noch mal nach Hause telefoniert. Da sagt Mutti, siehst du, ich bin im Fernsehen, alles klar. Und sie muss nicht telefonieren, weil sie ist öfters im Fernsehen. Anja Köbel im Umzug. Ja, so ist es. Also ich gebe es immer noch nicht so auf mit dem Gärtner. Obwohl es ein bisschen schwierig ist. Na ja, mal gucken. Ich könnte ja jetzt noch mal die Zuschauerreihen ein bisschen abgrasen. Ja. Ne? Verpflegung habe ich bekommen. Schokolade sozusagen als Wegzehrung. Ich gebe nicht auf, ich suche meinen Gärtner und danach wird ordentlich geraspelt. Ist klar. Oder Möhrensalat, vielleicht finde ich auch noch eine Rosine. Mal gucken, auf jeden Fall, ich gebe nicht auf. Also wir hätten nach wie vor noch Blumen zu bieten, Anja. Falls du mit uns Vorlieb nehmen würdest, wir sind hervorragende Gärtner. Okay. Ja, der Präsident hat also nicht nur einen Schreber gehabt, der hat glaube ich fünf. Okay. Und ich kann mich hervorragend auch mit Balkonpflanzen aus. Ist natürlich ein Argument. Ja, ist ein Argument. Lieber also Anja. Den Balkon pflanzen, das ist okay. Also okay, wir sehen uns, da bekommt ihr dann mein Schokoladenbonbon. Okay. Ja, okay. Anja Köbel war das, im Umzug zu sehen. Unsere Karotte, zauberhaft. Vielen Dank, liebe Anja, dass du uns den Umzug wieder so schön nahe gebracht hast. Und wir finden schon noch jemanden, der mit dir heute eine Möhre raspelt. Weißt da bin ich mir ganz sicher. Was ist das Beste für einen Kleingärtner? Was ist das Beste für Kleingärtner? Ja, viel junges Gemüse. Viel junges Gemüse. Und davon haben wir eine Menge heute hier gesehen. Das war der 15. Rosenmontagsumzug aus Eilendorf. Ich sage Dankeschön an den Präsidenten. Ich sage ebenfalls Dankeschön, lieber René. Für die fachkompetenten Beistand, den wir auch heute hier wieder bei euch hatten. Ich denke mal, wir können ein Fazit ziehen und können sagen, es war ein farbenfroher Rosenmontagsumzug. Es war wunderschön. Wir haben viel Spaß gehabt. Wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel Spaß im MDR Fernsehen. Verabschieden uns hier live aus Eilenburg und sagen Ihnen nochmal 19 Uhr Sachsen-Spiegel. Da gibt es die besten Szenen. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss.